Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Deutschland an seinen Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz wieder Kontrollen ein. Bundeskanzlerin Merkel hat die Bürger zur Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen, vor allem mit Blick auf besonders gefährdete ältere und chronisch kranke Menschen. Und das zeigen die neuesten Zahlen, mit einem sogenannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Das heißt, die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Der Kampf gegen die gefährliche Corona-Pandemie ist ein wahrlich globaler geworden. Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Es ist Wochenende und normalerweise für viele eine Gelegenheit, in die Innenstadt zu gehen oder abends auf ein Bier mit den Freunden. Doch es sind keine gewöhnlichen Zeiten. Heute wurde das öffentliche Leben in Deutschland weiter deutlich eingeschränkt. Millionen Städte wie hier Berlin oder auch Köln machen so ziemlich alles dicht. Kneipen, Schwimmbäder, Volkshochschulen, Gottesdienste fallen auch aus. Größere private Zusammenkünfte werden ebenso untersagt. Einreisen nach Europa sollen bis auf ganz wenige Ausnahmen für 30 Tage verboten werden. Deutschland werde das sofort umsetzen, wie Bundeskanzlerin Merkel soeben auf einer Pressekonferenz mitteilte.